Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Wir haben gerade hier den Murat besiegt. Jetzt müssen wir Geruld finden. Wir suchen Kleidungs- und Schmuckstücke von Königin Elissa oder Alissa. Elissa, glaube ich. Das heißt, im Moment finden hier immer nur Kämpfe statt. Die letzten beiden Folgen waren nur Kämpfe. Und diese Folge wird jetzt auch wieder nur ein Kampf sein. Denn die Jungs sind nicht so schwach. Aber ich bin auch recht stark. Einigermaßen. Aber es zieht sich halt, ne? Oder, ach, hier ist ja noch ein Grab, ne? Uloros, ja. Das heißt, die nächste Folge auch noch ein Kampf. Na, super. Tut mir leid. Aber so ist es nun mal. So ist Wizard 101. Das kennen wir. Das lieben wir. Ich finde, es könnte dazwischen ein bisschen Abwechslung sein, ne? Nicht so, wapp, alles aneinander rein. Ich meine, dafür bekomme ich aber auch 35.000 Erfahrungspunkte am Ende. Das darf man auch nicht vergessen. So, was haben wir denn hier? Rang 11 Endgegner, Leben. Eine Gorilla-Spinnhexe. Mein Kartendeck. Ich brauche bei diesen Kämpfen den Feuerdrachen nicht. Das habe ich schon festgestellt. Das könnten wir eventuell gebrauchen. Ja, alles andere bleibt so. Das heißt, wieder... Zaubererfleisch muss kosten. Gut. Naja. Upsi. 10.000. Jetzt wird es aber langsam, wow. 10.000. Das war mal ein bisschen viel, du. Da gehe ich doch wieder nach raus. Knock, 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 knock. Nein, 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 nein. Und natürlich ist der Kaius wieder nicht als erstes am Zug. Lukas Brennimann hat mir auch auf meiner Kreuzseite geschrieben. Hey, wollte mal fragen, ob du Lust hast, bei mir eine Hausbesichtigung zu machen und vielleicht dann auch noch ein PvP in meiner Arena. Das sind Sachen, die werde ich auch hin und wieder mal gefragt in letzter Zeit, klar. Würde ich natürlich gerne, aber vor allem Arena, also PvP-Kämpfe, da kann ich mich nicht auch noch zu verabreden. Tut mir leid, das ergibt sich spontan, wer gerade online ist, wenn ich da mal dran denke. Und Hausbesichtigung in letzter Zeit, ja, mache ich gar keine mehr, ne? Sorry, ich rotze immer noch. Aber ich habe natürlich vor, in nächster Zeit auch mal wieder ein paar Hausbesichtigungen zu machen. Lieber Lukas, ich versuche es mir zu merken. Weiß aber nicht, ob ich mich immer dann dran erinnere, wenn es soweit ist. Ja, es ist einfach viel, ne? Viele Leute, die das auch mal gerne möchten. Ist ja auch verständlich. Aber gut. So, was haben wir denn noch? Oh, das ist aber nett. Wahid Retro hat, ich habe auf meiner Kaios-Seite auf Facebook vier Bilder gepostet mit Gronk, Saraza, Pizmeet, bei Pizmeet, der hängt auch immer in dieser Alliance-Lounge ab, von der ich erzählt habe. Aber das heißt, ich interessiere mich für Pizmeet überhaupt nicht, ne? Ist das nicht komisch? Also ich kann mit dem, oder mit den ganzen Leuten überhaupt nichts anfangen. Ich weiß nicht, was los ist. Ist aber so. That's life. Ist wirklich so. Ja, die hängen da immer ab. Hier auch der Jay war da. Dann ist auch der Mr. Morgame da. Der, ich weiß, er gehört nicht zu Pizmeet, aber auch der ist dann da. Der Petersmeet und der Bram, die waren auch alle da. In meiner Lounge. Ne? Ich hätte da auch mit denen quatschen können und so weiter. Was soll ich sagen? Die sind jetzt nicht so meine Superstars, muss ich mal irgendwie sagen. Wir machen jetzt mal... Ne, wir machen nicht den Ifrit. Ich brauche den Rundenzauber. Damit der, die hier da verschwindet. Naja, Wahid Retro hat auf jeden Fall geschrieben... da ist ja auch Saraza zu sehen. Saraza!
Aber Guild Chaos ist besser. Oh mein Gott, das ist natürlich sehr nett. Vielen Dank. Tim Grote schrieb, cool, ich wäre auch gerne da gewesen. Es gab aber keine Karten mehr für die Tage, an denen ich Zeit gehabt hätte. Ja, das ist so. Gamescom muss man sehr zeitig nach den Karten gucken. Ab wann sind die zu verkaufen? Ab April, Mai? Ich glaube, ab April. Schnappt euch die Karten, die ihr braucht, Leute. Verflucht noch eins. Ich bekomme nicht die Karten, die ich möchte. Und werde jetzt wenigstens den hier einmal angreifen. Da muss ich es halt mal anders machen. Das wird ihn nicht kaputt machen. Die wird immer noch leben. Das wird... Keine Ahnung, worauf das hinausläuft, Leute. Auf irgendwas. Vielleicht auf meinen Tod. Wir werden sehen. Komm, kritisch. Mann, ey. Dafür gibt es jetzt noch ein minus 90% Schild. Bam! 4667, das ist gut, aber nicht genug. Jo, jetzt kommt natürlich das hier. Die mache ich jetzt gleich platt, die kleine da. Oh, der zieht mir auch immer viel ab. Der zieht mir immer viel ab. Kanauz! 284. Glaube ich, muss man gleich wieder einen Gehilfen holen. Vielleicht auch nicht. Könnte mich auch mal einfach heilen, ne? Mann, aber dann dauert das wieder so lange, bis ich meine Pips habe. Ich hasse das. Ich hasse das. So sehr. Aber komm, ich muss es einfach mal machen. Bin ich nicht so eine arme Wurst. So, morgen werde ich mir zumindest vornehmen, auch wieder früh aufzustehen. Da möchte ich ein anderes Let's Play beginnen. Das zu spielen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist jetzt kein AAA-Spiel oder irgendwas total Bekanntes. Sehr ein bisschen unbekannt. Und es sieht sehr, sehr lustig aus. Aber wenn ihr diese Folge seht, habe ich davon sowieso schon was rausgehauen. Ach, dann kann es euch jetzt auch egal sein. Da habt ihr es ja schon gesehen. Tembo the Badass Elephant. Mal gucken, wie es ist. Aber ich glaube, es ist sehr gut. Minus 90%. Tja, da kann man nichts mit mir reißen. Das war... ein Geschenk vom Ifrit. Ein sehr nettes Geschenk. Ach ja, ich hatte auch noch minus 20% drauf. Oh Gott. Das ist ausgezeichnet. Plups. Magic hat geschrieben, bitte treffen, bitte. Aber super Video wieder. Bitte treffen, bitte. Ja, ich sag nichts dazu am besten. Ich habe nicht vor, in den nächsten Wochen oder Monaten ein Let's Play Together zu machen. Why was it 1-1? Ich bin im Moment ein bisschen durch. Ich möchte das hier alleine mal durchziehen. Jetzt meine ich nicht über Teamspeak oder so. Einfach so. Vielleicht ergibt sich mal spontan was. Ich werde hier irgendwann nicht weiterkommen. Spiegelsee, habe ich gehört, ist sehr, sehr schwer. Kriege ich nicht allein hin. Das heißt, ich muss mir Leute holen. Die werde ich dann in-game wahrscheinlich anschreiben. Aber ich werde... Nein! Was? Na gut, scheiß drauf. Denn der Vulkan bringt jetzt sowieso nicht so viel im ersten Angriff. Es sind die runden Zauber des Vulkans, die reinhauen. Und die sind ja weiterhin bestehen, die. Und den werde ich jetzt aber auch als nächstes Mal zaubern. Ach komm, jetzt mach mal voran hier mit den Pips. Echt. Muss mal jetzt zur Porte kommen. Kairos den Outfit gibt einem Augenkrebs. Okay.
Das interessiert mich nicht. Ich find's cool. So. Kate, wenn du willst, können wir uns treffen dann. Game King LP. Moment, keine Treffen, sorry. Wie findest du Windows 10, Kaios? Okay, das ist eine gute Frage. Wie finde ich denn Windows 10? Keine Ahnung, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Und ich habe auch im Moment nicht vor, umzusteigen. Ich habe hier Windows 7 drauf, bin damit sehr zufrieden, alles läuft. Warum soll ich jetzt auf Windows 10 gehen? Kein Bock drauf, nee. Solange es sich verhindern lässt, mache ich es nicht. Ist klar, oder? So, es wird Zeit, Leute, hier mal zum Portal zu kommen. Und schon wieder ein Angriff. Ah. Plus 30%, 35% sogar. Ja, das ist das Erste, aber jetzt kommt das Richtige. Patch 478. Ich habe nur noch wenig und brauche Hilfe. So, aber so super ist die Benachrichtigungsfunktion bei YouTube hier nicht, sehe ich gerade. Naja. 891. Na gut, sind jetzt auch keine Klingen drauf, ne? Das ist echt nicht toll. Mano. 529. Dammit. So, jetzt schauen wir mal. Ich muss passen und ich muss... Ich lass mir jetzt mal von der Elfe helfen. Wie viel? 800 noch was? Das reicht nicht bis zum Ende. Schade. 377? Fuck. Ich krieg die Gorilla-Spinnhexe ja immer noch nicht kaputt. Schade. Tja, was macht man denn da? Im Kopf stehen und lachen. Mit dem Arsch fliegen fahren. Autsch! Wie das stinkt! Was hat er überhaupt gegessen? Bestimmt kein Waldmeister-Pudding. 3, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Leute, das reicht alles nicht. Ich muss hier neu mischen machen. Sorry. Und da ist der Rundenzauber leider schon dahin. Es wird Zeit. Ich muss hier was machen. Die Tante, die lebt immer noch. Guck mal, wie sie da steht. So voller Kraft. So, 980 hat sie noch. Das hier, Riked Naked. Der würde reichen, aber der lebt ja auch noch. Shit, echt. Muss ich jetzt wieder 4 Pips aufgeben. Mann. Im Moment habe ich, naja, im wahrsten Sinne des Wortes, schlechte Karten. Klar, ich könnte mir mehr Karten in mein Deck machen. Ich könnte mir auch ein größeres Kartendeck kaufen, das wurde mir auch schon mal gesagt. Aber ist ja klar, je mehr Karten ich drin habe, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Karten dran kommen, die ich brauche in dem Moment. Das heißt, ich klicke mich da durch und muss abwarten und so. Das ist doof. Und jetzt brauche ich einen Gehilfen. Das schaffe ich sonst nicht. Okay, 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 okay. Mich darf jetzt keiner mehr angreifen. Scheiße, ich hätte es viel früher machen sollen. Oh no, Leute. Bitte nicht. Bitte nicht kaputt machen, der lieben Kaios. Oh, scheiße, echt. Kaufen. Ja, Mann. Scheiße. Oh, das ist jetzt echt schlecht hier, oder?
Mist. Bitte nicht angreifen. Bitte nichts tun. Der andere muss mich jetzt direkt heilen. Sonst können wir den ganzen Spaß nochmal machen. J sei es gedankt. Ja, komm schon. Ja, eine kritische Heilung. Merz 5000. Wow, das ist nicht schlecht. Gut, das ist sehr gut, sehr gut. Gut, wir wollen den ganzen Kram ja nicht nochmal machen. Aber ich muss leider die Folge unterbrechen, weil bis wir den besiegt haben, würde die Folge viel zu lang dauern und dann kriege ich die nicht mehr hochgeladen. Ciao!